Tata! Moin Leute! Willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ich bin einigermaßen auf der Kamera drauf, nicht dass mein Kopf abgeschnitten ist. Ja, heute kam eine Briefsendung zu mir. Und zwar, ich hatte ja verschiedene Laubsägeblätter bestellt. Und zwar einmal von der Firma Pegas. Das sind Weitzahn-Sägeblätter, 130 mm lang und Größe 5 ist das. Genau. Dann habe ich bestellt, Moment, ich hole mal was. Und zwar den Lieferschein. Da steht es, glaube ich, ein bisschen genauer drauf. Und zwar Pegas Laubsägeblätter Skip Weitzahn gerade. Universalsägeblatt ist das, 130 mm und Größe 5. Dann habe ich bestellt Laubsägeblätter Typhoon 50 nennen die sich, ist ein Doppelzahnsägeblatt, gerade, 130 mm für Hartholz, also für etwas härteres Holz. Genau, hier habe ich bestellt. Und zwar sehen die Sägeblätter aus, man sieht es hier so an der Seite. So sehen die aus. Da ist es egal, wie rum ihr die einspannt. Also normal sind ja die Sägezähne immer nach unten gerichtet, bei denen ist es aber egal. Wandert? Nee, Quatsch, bei denen ist es das gar nicht, stimmt nicht. Bei denen hier. Und zwar sind das, die nennen sich Laubsägeblätter Elfe 58, Multizahn, gerade, 130 mm lang, für Holz, Laubsägeblätter, Größe 5. Und zwar sehen die wie folgt aus, ich zeige euch das mal. Dazu muss ich mal. So, hier sieht man das. Da sind die Sägezähne nach oben und nach unten. Genau, 11, 58. Da bin ich mal gespannt, wie die sind. Aber als allererstes wollte ich gerne mal die von Pegas testen, weil ich da schon viel Gutes drüber gehört habe. Die sollen relativ gut sein. Sollen wohl eine hohe Standzeit haben und ja, mal schauen, wie die sind. Na, komm raus. Ja. Also die sind auch relativ grob von der Zahnung her. Aber sehr scharf, finde ich. Ja, kann man schwer. Jetzt geht's mit dem Fokus. Na. So. Ziemlich grob von der Zahnung. Dann werde ich die mal einspannen. Oder das Sägeblatt mal einspannen. Und zwar muss ich euch ein Stück wegrücken, sonst komme ich hier nicht zu Rande. So müsste es gehen. So. Gut. Jetzt kann ich bloß nicht spielen, aber nicht. Warte mal. Muss ich noch mal hier. Ja, ist halt alles beengte Verhältnisse. Ist schwierig, schwierig. Ja, die Küche ist scheiße, die ist zu klein, ey. Na komm schon.
Also bei dem einen Video kam ja die, der Kommentar, ja, er findet, das ist ein bisschen, er findet die Einspannung ein bisschen komisch. Nee, ist es gar nicht, weil er hat auch gedacht, hat er dann geschrieben, er hat gedacht, ich nehme Stiftsägeblätter und spanne die ein, aber ich nutze ja die, ganz normalen Laubsägeblätter. Für meine Arbeiten sind die Stiftsägeblätter nicht so gut geeignet, weil die halt aufgrund der Bauart halt ja sehr grobschlächtig sind. So, einmal. Weil gerade wenn es darum geht, so enge Radien zu sägen, sind die Laubsägeblätter schon schöner. Gut, jetzt ja, am Anfang hat es ein bisschen genervt mit dem Einspannen, aber wenn man das mal eine Weile gemacht hat, dann irgendwann hat man den Dreh raus. So fest ist es. Dann mache ich diese Platte wieder rein hier. Gut. So, nochmal nachspannen. Gut. Dann hier unten. Muss ich da nochmal rausmachen. So, müsste passen. Gut. So, jetzt müsste es passen. So, werde ich heute mal schauen, dass ich das erstmal anfange hier. Aber ich muss erst nochmal die Kamera ausrichten, dass das für euch einigermaßen zu sehen ist. Einen Moment. Ach, das ist hier echt problematisch. Ja, sorry fürs Wackeln. Nützt jetzt nichts. Da müssen wir durch. So. So müsste es passen. Gut. Dann kurz anlaufen lassen. Und zwar, wo fange ich an? Ich würde sagen, ich fange erstmal hier unten an.
bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Schwierig. Weil hier auf alles ein Weg ist. Das ist echt nervig. Ich meine, das ist am dümmsten. Muss ich ein Stück weg. Schauen wir mal. Bin ich immer noch nicht hin. Moment, ich muss das erstmal ausrichten. So, weiter geht's. Ich muss mal gucken, ob das hier... Ich komme hier einfach nicht zu Rande. Mit dieser langen Platte. Mal gucken. Vielleicht geht's jetzt. Meine Güte.
ungewohnt mit dem Blatt, aber es geht. Also, das ist hier unten der Schnitt. Muss jetzt natürlich erstmal reinkommen. Ist wieder ein anderes Sägeblatt. Von hinten sieht es so aus.
es reißt doch relativ aus. Also es reißt nicht aus, aber es entsteht halt so ein Grat. Den kann man aber dann ganz gut wegschleifen. Das Sägebild sieht ganz okay aus. Also man muss mit dem Sägeblatt wirklich langsam machen, weil es eben halt, ja, weil es relativ fein, grob ist, also die Nummer 5 ist bei so 3 mm Sperrholz schon, das geht wirklich wie durch Butter. Man muss da wirklich sich dran gewöhnen und ja. Aber jetzt mache ich erstmal von hier drüben weiter. Dazu muss ich mir das mal ein Stück nach hier rücken. Mal gucken, wie das funktioniert, aber ich mache das jetzt anders. Ich säge das erstmal grob hier oben durch und dann, ja, schauen wir mal. Das jetzt. Gut. Ja, schwierig.
Thank you.
sieht das bis jetzt aus? So nicht schlecht. Hier muss ich nochmal nach. Ja, das sieht jetzt besser aus.
zeige euch mal. Na. So. Ich habe jetzt hier ist ganz okay geworden. Habe jetzt die Hälfte vom Schwibbogen. Fehlt noch die andere Hälfte. Gut, ich mache mal kurz auf Pause. Einen Moment.